In diesem Videoblog möchte ich einen Weg aufzeigen, wie man direkt ohne langes Konvertieren bestehende DWG bzw. DXF-Daten wiederverwenden kann. In einem älteren Beitrag haben wir schon mal aufgezeigt, wie es mittels Datei öffnen funktionieren würde, aus einer DWG-Datei ein SolidWorks-Bauteil zu machen. In diesem Beitrag soll es eben schneller gehen. Jetzt einmal her, machen wir mal ein neues Teil auf. Und zwar habe ich die Möglichkeit, dass ich direkt bei Drag and Drop Daten aus einer DWG bzw. DXF-Datei importiere. Ich habe mir da in meiner Konstruktionsbibliothek mich verbunden auf einen bestimmten Ordner und in diesem Ordner liegen einfach entweder DWG-Daten oder DXF-Daten. Das spielt eigentlich keine Rolle. Und jetzt brauche ich eigentlich nur hergehen, diese Datei nehmen und per Drag and Drop in SolidWorks reinziehen. Es startet man mal eine Skizze. Und wir sehen, ich muss eigentlich nur mehr den Einfügepunkt angeben. Setzen jetzt einmal dahin. Auf der linken Seite könnte man das Ganze noch drehen. Ist jetzt in dem Fall nicht notwendig. Und fertig wäre die ganze Konvertierung. Wenn ich jetzt hergehe und daraus zum Beispiel einen Körper mache, ja, hat eigentlich wunderbar funktioniert. Ich muss das Einfügen nicht unbedingt immer auf diese Standardebenen ausführen. Ich kann auch vorher einfach eine Skizze erzeugen, die auf einer gewünschten Bauteilfläche liegt. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal mit einem anderen Profil, ziehe das einfach rein, wähle wieder den gewünschten Einfügepunkt, zum Beispiel dieses Eck, wäre damit fertig und das Ganze könnt ihr schon wieder austragen, dass ich einfach hergehe, nehme das Ganze, ziehe es auf, in welche Richtung, so zum Beispiel, das passt schon. Also wir sehen, sehr, sehr einfach, direkt bei Drag and Drop, ziehe einfach meine bestehende Bibliothek herein. Das Drag and Drop könnte man auch auf der Zeichnung nutzen. Ich gehe jetzt einfach her, ich speichere mal schnell dieses Teil einfach ab. Und so auf der Zeichnung hätte ich den Vorteil, wenn ich bereits einen Rahmen habe oder ich einen bestimmten Schriftkopf, dass ich den nicht sofort im SolidWorks jetzt konvertieren muss und mit Intelligenz versehen, sondern ich könnte sehr einfach einen bestehenden Rahmen wiederverwenden oder rein den Titelblock. Genau wie vorher einfach nehmen und per Drag and Drop in die Zeichnung ziehen. Den Einfügepunkt angeben und fertig ist die ganze Geschichte. Wir sehen, das Ganze kommt als Block, wird heißen, bei Doppelklick kann ich da sehr einfach den Namen ändern. So, raus reinschreiben und fertig. Ich hätte das Attribut editiert. Ich hoffe, der eine oder andere kann diesen Tipp nutzen und wünsche viel Spaß damit.